Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Jedes Mal, wenn ihr euren Platz verlasst, dann startet euer Fire TV Stick 4K automatisch den Bildschirmschoner. Meistens nach 5 Minuten. Man kann es aber auf 10 Minuten oder 15 Minuten stellen. Man kann den Bildschirmschoner auch komplett ausschalten. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns noch mal gemeinsam an, wie wir den Bildschirmschoner auf eurem Fire TV ändern können. Das ist relativ einfach. Wir gehen ganz nach rechts einmal in die Einstellungen und gehen dann auf den Punkt Töne und Bildschirm. Ich drücke einmal drauf und dann haben wir hier direkt schon den Punkt Bildschirmschoner. Bildschirmschoner personalisieren, Alben, Reihenfolge, Design und Geschwindigkeit der Diashow ändern. Ich drücke einmal drauf und nun haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Ich kann einen Bildschirmschoner ändern, ich kann den Dia-Stil ändern, ich kann die Dia-Geschwindigkeit ändern, ich kann einstellen, wann das Ding starten soll, Datum und Uhr anzeigen, ja oder nein, und Infos anzeigen, ja oder nein, und die Alexa-Hinweise. Außerdem kann ich noch eine Zufallswiedergabe einstellen. Wenn wir jetzt diesen Bildschirmschoner einmal ändern wollen, ändern wir einfach die Inhalte, die hier jetzt angegeben werden. Zum Beispiel aktueller Bildschirmschoner, kann ich zum Beispiel Amazon-Sammlung sagen oder tägliche Erinnerungen. Ich kann aber natürlich auch den Dia-Stil ändern, schwenken und zoomen oder auflösen. Eigentlich wie ich das möchte. Den Bildschirmschoner selber kann ich hier starten nach einstellen. Wir sehen hier nach 5 Minuten. Nach 5 Minuten würde er also angehen und ich müsste einmal in die App zurück und dann diese wieder starten, damit ich wieder dort weitermachen kann. Ich kann es auch auf 10 Minuten einstellen, auf 15 Minuten oder nie. Wenn ich den auf nie stelle, bedeutet es, dass zum Beispiel der Film, den ich gerade schaue, einfach in der Position verharrt und ich kann einmal wieder ganz normal zurück zu dem Moment, wo ich war und ganz normal weitermachen. Auch wenn ich 20 Minuten mal nicht weg bin, auch 20 Minuten weg bin, dann wird der Bildschirmschoner nicht angehen. Also sehr praktisch. Ihr könnt für euch definieren, ob ihr den Bildschirmschoner komplett ausschalten wollt oder nicht. So macht ihr das auf jeden Fall. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.